von Tudong hatte ich ein paar Mal Erinnerungen, die spontan hochgekommen sind, die sehr viele Jahre zurückgereicht haben. Unter anderem habe ich mich daran erinnert, sehr deutlich, dass ich als Kind die Vorstellung hatte, dass ich mal so als Rishi, so als weiser Mann auf dem Berg leben wollte, in relativer Abgeschiedenheit, in einer Hütte mit langen Haaren und langem Bart und viel Weisheit und so weiter und Meditation praktizieren wollte. Und also bis auf die Weisheit und die langen Haare und der Bart ist es eigentlich eingetroffen. Der Berg ist zumindest da, die Abgeschiedenheit. Aber damals habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste meditieren. Und das Einzige, was ich mich erinnern kann, so was ich an Input hatte zu der Zeit, da war ich so um die 12, war ein Yoga-Buch, das meine Mutter, das habe ich da mir mal aus ihrem Bücherregal ausgeliehen, André van Liesbeth über Yoga, das war noch so ganz frühes Werk. Mehr wusste ich überhaupt nicht, hatte überhaupt keinen Bezug sonst, irgendwie keinerlei Input. Ich kann mich auch erinnern, die erste Buddha-Statue im Religionsunterricht in dem Buch gesehen zu haben. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich so als Kind so diese Daseinsfrage irgendwie, die war mir schon präsent. Dieses Eingesperrtsein in der eigenen Existenz, immer alles durch meine Brille sehen, niemals sehen können, wie jemand anders das sieht. Also das war mir schon sehr präsent und auch irgendwie als leidhaft, als sehr grundlegendes, alldurchdringendes Leid spürbar. Nur so im Nachhinein muss ich sagen, dass ich damals die Verbindung nicht hergestellt habe zwischen diesem Einsiedler sein wollen und dieser, ja, irgendwie Einsicht oder so, die da vorhanden war. Ich kann mich auch erinnern, dass ich, ohne jetzt formell Meditation praktiziert zu haben, gewisse Symptome hatte, wenn ich körperliche Ruhe hatte, die eben an vertiefte Meditation oder Nachbarschaftskonzentration oder sowas heranreichen, dass ich die spontan hatte, also was alles auf frühere Leben hindeutet. Also was man natürlich dann sagen könnte, gut, der Wunsch, Meditation zu praktizieren, der liegt noch weiter zurück als diese Kindheitserinnerungen. Die Frage, warum wir überhaupt meditieren, ist ja nicht so ganz abwegig. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute eben nicht meditieren, nicht Dhamma praktizieren. Und diese Frage, gut, wenn wir in die Suttas reinschauen, da zieht jemand aus guter Familie, aus Vertrauen vom Leben zu Hause fort in die Hauslosigkeit, wobei er erwägt, ich bin ein Opfer von Geburt, Altern und Tod, von Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Ich bin ein Opfer von Dukkha, eine Beute von Dukkha. Gewiss kann ein Ende dieser ganzen Masse von Dukkha erfahren werden. Das ist auch jetzt, was ich gerade auf Pali rezitiert habe. Das machen wir auch mal beim Morgenchanting, nur im Plural, das war jetzt Einzahl. Und das ist diese Einsicht oder diese Konfrontation mit dem Leiden des Daseins ist wohl etwas, was viele motiviert, Meditation zu praktizieren. Viele aber im Vergleich zur großen Masse der Menschheit halt sehr wenige. Die aus wie anderen Strategien sind einmal betäuben, mit nicht nur jetzt mit Drogen und Alkohol, sondern auch einfach mit Input, mit Aktivitäten. Und ich habe ja damals auch, bin ja nicht Einsiedler gleich geworden in dem Alter, habe dann halt gedacht, naja gut, jetzt stehe ich am Scheideweg, mache ich halt auch erstmal meine Schule zu Ende. Und dann waren die Ablenkungen des Lebens doch übermächtig und die Möglichkeiten, sich von diesen Daseinsfragen abzulenken, doch vielfältig. Ja, also wenn wir uns in unserem Freundes- und Bekanntenkreis umschauen, da gibt es eben sehr viele, die durch Kaufen von Dingen versuchen, diese empfundene Lücke, diese Leere, die ja wohl jeder irgendwie unterschwellig hat, aufzufüllen. Dass wir sagen, naja, wenn ich dieses oder jenes besitze, dann geht's mir gut.
der Kaufwahn, den hatte ich nie so richtig. Also mir war das immer lästig einkaufen gehen oder dann viele Dinge zu besitzen, die man dann irgendwie bewachen, und das war immer so lästig. Aber gibt ja noch jede Menge anderer Möglichkeiten, von Sport treiben über Reisen machen und Input auf zwischenmenschlichen Bereich und so weiter. Gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, sich von solchen Fragen abzulenken. Aber dann kommt halt für viele so der Punkt, gerade bei uns im Westen, die wir sehr viele Möglichkeiten haben, Wege auszuprobieren, der Punkt, wo man sagt, ich habe schon alles probiert. Und irgendwie diese Unzufriedenheit, dieser Mangel im Dasein lässt sich damit nicht beheben. Und das ist dann ein Punkt, wo man vielleicht zur Meditation hinkommt. Asiatischen Ländern, da ist oft in reicheren Kreisen, im Mittelstand oft noch so diese Euphorie da, diese Technologiegläubigkeit, ist da vielleicht noch weiter verbreitet. Dafür haben die dann halt die Buddha-Lehre schon im kulturellen Umfeld mit eingebaut. Also da sind die Konditionierungen etwas anders. Also dieser einen spirituellen Weg dann einzuschließen, bietet sich so im Nachhinein als die einzige Möglichkeit an, aber es ist halt nicht selbstverständlich. Und wir schwimmen ja auch irgendwie gegen den Strom. Denn von einem guten Mitglied der Gesellschaft wird verlangt, dass man sich halt so konform zu verhalten hat und eben diese anderen Strategien ausprobiert. Einer meiner Lehrer, Lumpur Thun, der hat gesagt, dass Leute, die einen spirituellen Weg praktizieren, die haben schon eine ganze Portion von grundlegender Weisheit. Und diese grundlegende Weisheit, die sollte man nicht unterschätzen. Also das ist auch eine Gelegenheit, wo wir hin und wieder mal innehalten können und ein bisschen Freude über unsere eigene Praxis aufbringen können, über die Tatsache, dass wir eben alle, die wir hier sind und mit geschlossenen Augen da sitzen und versuchen nach innen zu schauen, so eine grundlegende Weisheit schon haben. Auch Lohmt der Mahabur, der vor kurzem seinen Körper abgelegt hat, der hat gesagt, zu denken, meine Praxis ist nichts wert, also er hat wörtlich gesagt, ich bin nur ein Laie oder eine Laienfrau, und im Vergleich zu den großen Meistern ist mein Dasein als Mensch nichts wert oder nicht ausgefüllt. Das hat er gesagt, das ist falsch, so zu denken. Jeder, der sich von diesen Ablenkungsstrategien abwendet und sich der inneren Entwicklung zuwendet, macht das Beste aus dem, was man was die menschliche Situation, die menschliche Geburt an Möglichkeiten bietet, macht das Beste daraus. Und das ist etwas, wo man jetzt nicht mit Stolz oder mit Herabblicken auf andere reagieren sollte, sondern halt mit einer gewissen Freude. Einen gewissen Schwung und eine gewisse Energie daraus ziehen. Dieser Versuch, Fülle zu finden, indem man sich etwas kauft, indem man sich etwas, hinzukauft, seinem Besitz hinzufügt, das ist so weit verbreitet, dass ich kann mich erinnern, ich war auf einer Pilgerreise mit 8 Mönchen, darunter waren 2 sehr hochkarätige Leute drunter, und die Pilgerreise war wunderbar. Wir haben an den heiligen Stätten die Nächte durchmeditiert und wir haben wirklich sagenhaften Input gehabt und auch genügend Zeit, um diese Pilgerreise zu genießen. Aber dann die letzte Nacht in Indien haben wir südlich von Delhi in einem dieser neuen Mittelstandstrabantenstädte verbracht, mit einem Shoppingkomplex, 4 Etagen und 1,5 Kilometer Shopping auf jeder Etage. Und wir kamen da mit dem Bus an, auf diesem neuen Superhighway zu unserem Superhotel. Gut, die bettelnden Kinder an der Ampel, die konnte man ein bisschen übersehen. Und dann, jetzt haben wir noch ein paar Stunden Zeit, und einige Damen aus unserer Reisegesellschaft fuchtelten mit den Armen in der Luft: Shopping, Shopping! Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Aber
Ja, wie gesagt, das ist kein Grund, sich jetzt überlegen zu fühlen oder darauf hinabzublicken. Das ist halt nun mal so die Strategie Nummer eins, ne? Etwas zu kaufen. Und ich kann mich auch an einen Fall erinnern, an eine Kollegin, die regelrecht feindselig darauf reagiert hat, als sie erfahren hat, dass ich meditiere. Also da war ich noch nicht Mönch, da war ich noch Krankenpfleger. Was? Meditieren? So auf den Nabel gucken und Om und also, man gut, das kann man auch, es war nicht lustig gemeint, da war eine gewisse Spur Aggression dabei. Und zwar aus dem Grund, weil natürlich auch in dieser Kauferei irgendwie so unterschwellig, da nagt es ja schon wieder. Das ist es ja auch nicht. Im Grunde will man ja auch gar nicht irgendwas Neues dazu kaufen, sondern man will ja nur, dass es etwas gibt, was man wollen kann. Also, dass man sich ständig dieses Begehren fortsetzen kann, dass man das irgendwie ernähren kann, mit einem Inhalt füllen kann. Und jetzt kommt einer daher und sagt, ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Da ist ja das Glaubensbekenntnis, dass man glücklich werden kann durch Kaufen, ist ja in Frage gestellt. Das ist ja wie ein persönlicher Angriff, ein Konsumverweigerer, einer, der sich hinsetzt, auf sein Nabel schaut und oben macht. Da kann man einen ja in die Krise schicken. Also von daher ist auch dieser Widerstand, der mir da entgegengeschlagen ist, irgendwie verständlich, so aus der Situation dieser Leute heraus. Und die angemessene Reaktion darauf ist Mitgefühl. Ja, spiritueller Weg, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, sich von diesem materialistischen Wahn oder von diesen nach außen gerichteten Aktivitäten, Reisen, neue Länder, Eindrücke sammeln, immer etwas hinzufügen, sich davon abzuwenden, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur Meditation, also es gibt da im Christentum den Weg des Gebets, ist die Verzicht oder Hingabe, Karma-Yoga, also dass man eben Erfüllung darin sucht, dass man seine Handlungen heilsam gestaltet und wirklich mit ganzem Herzen und so weiter. Also ich bin da nicht so genau bewandert. Der Weg der Erkenntnis ist ja nur einer von verschiedenen Möglichkeiten. Aber nach dem Buddha Dhamma, nach der Lehre des Buddha, ist eben spiritueller Weg mit Meditation untrennbar verbunden. Einfach aus dem Grund, der Buddha hat gesagt, seine Lehre ist der Logik nicht zugänglich. Das heißt, einfach durch Nachdenken oder durch den diskursiven Apparat ist die Verwirklichung dieser Erkenntnis, die wir alle anstreben, nicht zu erlangen, sondern da muss ein tieferes Schauen dabei sein, das gibt es ja in jedem zweiten oder fast jedem Dhamma-Vortrag hier in Muttardaya zu hören, dass ohne Samadhi nichts geht. Dass wir eben diese Welt der Symbole, die ja nun unsere Sprache, unsere Konzepte letztendlich nur ist, durchdringen, diese Wolkenschicht, um dann klar zu sehen, direkt zu schauen. Letztendlich verstehen wir eine Sache erst dann, wenn wir sie im Kontext mit ihrem Hintergrund sehen, wenn wir diese Sache überschreiten. Die Welt der Sinne, in der wir leben, das ist das, wo wir drin sind wie ein Fisch im Wasser. Ein Meeresfisch kennt Wasser nicht, zu nah ist ihm sein Element. Dem Weltling auch fehlt Übersicht, weil Geistestrübung er nicht kennt. Erst wenn der Fisch am Trocknen ringt, weiß er, was Wasser vorher war. Wenn Trübung man zur Pause zwingt, durch Geistessammlung sieht man klar. Das ist ein Gedicht von einem unbekannten Bhikkhu verfasst. Also erst wenn wir über diese Stufe des Sinnesinputs, was unsere Welt, unsere Daten, das, woran wir uns spiegeln, was uns das halt ständig liefert, wenn wir darüber hinaus sind, können wir es im Nachhinein betrachten und richtig verstehen, worum es da überhaupt geht, was da überhaupt vorgeht. Also Meditation gehört dazu, wie auch in dieser Lehrrede zum Ausdruck kommt. Sollte ein Praktizierender, also ich übersetze jetzt Bhikkhu mit Praktizierender oder Praktizierende, wünschen,
Möge ich durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, eintreten und darin verweilen, dann sollte er die Sittlichkeit erfüllen, sich der inneren Geistesruhe widmen, die Meditation nicht vernachlässigen, Einsicht pflegen und in leeren Hütten wohnen. Und jetzt kommt zum Schluss wieder eine so eine herrliche, typisch Buddha, ne? So eine Wendung. Also geschah es in Bezug auf dieses, das gesagt wurde, lebt sittsam gemäß den Patimokkha-Regeln, zurückgehalten mit der Zurückhaltung der Patimokkha-Regeln, seid vollkommen im Verhalten und der Wahl des Aufenthaltsorts und indem ihr den Schrecken im kleinsten Fehler seht, übt euch, indem ihr die Übungsregeln auf euch nehmt. Also Sila, die Ethik für Mönche jetzt natürlich. Und das könnte man natürlich dann auch für Laien entsprechend umformulieren und sagen, ja, Befreiung durch Weisheit, Vernichtung der Triebe, sommer innere Geistesruhe, Meditation nicht vernachlässigen, Einsicht pflegen und leeren Hütten wohnen. Und das Ganze beruht auf der Ethik. Das ist das Fundament eben dieser Meditationspraxis. Wenn ich jetzt sage, Meditation ist die Essenz unseres spirituellen Wegs, dann tritt mir sogar noch mehr Widerstand entgegen als in dem Fall, wo ich gesagt habe, ja, Konsumerismus ist irgendwie fragwürdig. Denn was versuchen wir denn auf dem Weg der Erkenntnis? In der Bibel, da ist die Erkenntnis ist der Apfel, das ist die Frucht der Versuchung, die der Teufel, glaube ich, in Form einer Schlange dem Noah gegeben hat. Nee, der Eva gegeben hat. Also da ist die Erkenntnis was Negatives, was die Vertreibung aus dem Paradies mit sich bringt. Was versuchen wir denn, wenn wir Meditation praktizieren und den Weg der Erkenntnis gehen? Wir versuchen, ein Buddha zu werden. Übersetzt das jetzt mal in eine andere Religion hinüber. Ein Christ, der versucht, Jesus zu werden. Oder ein Christ, der versucht, Gott zu werden. Das ist völlig, völlig absurd, völlig undenkbar. Also selbst Leute, die jetzt das Christentum schon lange abgelegt haben, wie ich, also da irgendwie, da rührt sich was, da rührt sich so ein innerer irgendwie, ja, Gott zu werden, das klingt richtig blasphemisch. Aber Buddha zu werden, das ist für uns ganz normal. Und was ist jetzt da der Unterschied? Was machen wir denn, wenn wir Buddha oder Gott werden wollten. Und ich meine, solche Leute hat es ja auch im Christentum gegeben. Ne? Meister Eckhart hat zwar nicht gesagt, er will Gott werden, aber er hat gesagt, durch seine Praxis der Bildlosigkeit zwingt er Gott dazu, seinen Sohn in ihm zu gebären. Und noch so ähnliche Sprüche in der Art. Also das war natürlich nicht rüber ab, ich glaube Scheiterhaufen hätte er gekriegt, wenn sie ihn, also er ist dann vorher gestorben oder verschwunden, also er war auf jeden Fall, hat er den Urteilsspruch schon am Hals gehabt, deswegen. Das ist, oder die im Islam, die Sufis, die versuchen den Weg der Erkenntnis zu gehen, also im Islam ist es, glaube ich, sogar richtig im Koran festgelegt, dass Allah jenseits von der Erkenntnis ist, also den kann man nicht erkennen. Und wenn es einer doch versucht, dann ist der auch ein Heretiker. Und die Sufis sind ja auch verfolgt worden. Also die mystische Tradition im Islam. Ja, was mache ich denn, wenn ich versuche, Gott zu erkennen? Dann nehme ich mir den weg. Als der, mein ewiger Gegenüber, mein ewiges Du, der mich anschaut. Und genauso wie Shopping gehen, irgendwie dieses Vakuum, was wir entweder bewusst empfinden, wenn wir schon uns ein bisschen mit dem spirituellen Leben beschäftigt haben, oder eben so im Bauch irgendwo was nagt, ne? Diese ewige Unzufriedenheit, oder da muss doch noch irgendwas anderes kommen, was wir hier auch immer hören von Leuten, die mal gelegentlich vorbeikommen, die jetzt keine Buddhisten sind, aber die das irgendwie zum Ausdruck bringen, dass da irgendwas fehlt. Ne? Die sind eigentlich gesund soweit, die Kinder, Haus, Auto, alles da, aber es fehlt noch irgendwas. Und das ist natürlich eine
einen der Grundzustände unseres Daseins. Und jetzt habe ich diesen Mangel, den kann ich dadurch beheben, indem ich ein ewiges Wesen, was mich anschaut und sagt, jawohl, du bist mein Geschöpf oder mein Kind oder mein, was auch immer, mein Sklave oder was auch immer, egal. Und in dem Moment, wo ich den Weg der Erkenntnis gehe und stelle ich eben dieses Prinzip in Frage. Ein unerschütterliches, unzerstörbares, ewiges, von Bedingungen unabhängiges gegenüber, der Beweis, dass es mich ja auch irgendwie gibt, dass alles in Ordnung ist im Grunde, dass ich mir das alles nur einbilde, dass da irgendwas faul ist mit meiner Existenz oder dass da irgendwo ein Mangel besteht. Der Zen-Pater Williges Jäger, da hat er, glaube ich, jetzt auch aktuell Schwierigkeiten mit der Kirche. Ne? Das sind alles diese Sachen, die in Richtung das so ein bisschen in Frage stellen, dieses etwas selbstzufriedene Konzept von Gott und seinen Schäfchen. In welcher Form auch immer. Ich glaube, verbrannt wird er vermutlich nicht werden, aber die haben ihm irgendwelche Befugnisse entzogen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Interessiert mich auch nur so am Rande. Letzte Woche haben wir erfahren, dann Chattamala und ich, dass es auch in buddhistischen Reihen Widerstand gegen Meditationspraxis gibt. Also das hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Also das sind gerade aus Kreisen, die sich mit Lehrkenntnis und Lehrstudium und so weiter beschäftigen, die, also wo dann die Bandbreite reicht von Leuten, die schon praktizieren, andere, die sagen, ja, ist nicht notwendig oder wir sind noch nicht so weit, bis hin zu richtig Ablehnung und Feindseligkeit, also gegenüber Leuten, die sagen, ja, ich meditiere halt. Also das war dann schon ein bisschen überraschend, ich kann es auch nicht so ganz verstehen. Die Vorstellung, man könnte an richtiger Ansicht arbeiten, ohne vorher oder gleichzeitig auch an Samadhi zu arbeiten, steht eindeutig in den Sutras drin, dass eine gewisse Stufe von Geistessammlung, Festigkeit notwendig ist, um überhaupt richtige Anschauung zu erlangen. Gut, das soll jetzt mal genügen zu dem Thema, warum überhaupt meditieren. Ich denke, dass die meisten irgendwo da gewisse Anknüpfungspunkte finden, ne, in der einen oder anderen Weise grob oder subtiles Leiden und möglicherweise ist hiermit ein Ausweg zu finden, so wie es halt in den Sutras steht. Und dann probiert man es halt aus. Und ja, nachdem wir so wenige sind, könnte man sagen, da haben wir alle vielleicht schon mal in einem früheren Leben meditiert. Gut möglich. Dass man gegen diesen Strom der Welt, gegen diese äußeren Einflüsse sich dahin gezogen fühlt. Wenn man dann ein bisschen fortgeschritten ist und dann auch mal das Angenehme eben an diesem Training, an dieser doch harten, schwierigen Arbeit zieht, dann wird es natürlich leichter und dann fühlt man sich natürlich immer mehr dahin gezogen. Aber bevor wir da hinkommen, wollte ich ein paar Worte noch über das Klima schaffen, in dem Meditation gut stattfinden kann. Das eine, das war in dieser Lehre schon genannt, Sila, Ethik. Denn ganz klar, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, Dinge tun, Dinge sagen, die wir vor anderen am liebsten verbergen würden, dann sind das natürlich auch Dinge, die wir vor uns selber verbergen wollen. Und wenn man etwas vor sich selber verbergen will, dann ist das natürlich steht es dem voll entgegen, dass man sich selber kennenlernen will, sein eigenes Verhältnis zur Welt, die Welt, die wir uns selber schaffen, unseren Sinnen. Ja, wie soll ich mir das anschauen können, wenn da so und so viele Sachen sind, die ich nicht anschauen will in mir selber. Das heißt jetzt nicht, dass wir Heilige sein müssen, jetzt auf dem ethischen Gebiet. Ne? Das wird von niemandem verlangt, sondern einfach die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Der Versuch, sich selbst und anderen keinen Schaden zuzufügen, das ist immer die
Grundbedingung die normale Schadensvermeidungsethik, die fünf Ethikregeln. Das ist ja schon ein Punkt, wenn man das einhalten kann, wenn man das praktizieren kann. Ist ja auch die Bedingung, wieder als Mensch wieder geboren zu werden. Ja, praktisch einen menschlichen Geisteszustand zur Gewohnheit sich machen. Das ist die karmische Ursache, wieder als Mensch wieder geboren zu werden. Das zweite ist Stille, Schweigen. Also bei uns hier im Kloster ist ja jetzt nicht so das Umfeld eines Schweigeretreats, also hier wird ja durchaus gesprochen, aber es gibt einen Unterschied zwischen halt reden, 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 das, was in einem vorgeht, unreflektiert auf andere projizieren, so dass man sich nicht damit auseinandersetzen muss, oder man sagt halt jetzt im Zusammenleben für die Dinge, die hier notwendig sind, die täglichen Arbeiten, Kochen, Hausputz, was halt notwendig ist, kommuniziert man miteinander, versucht Achtsamkeit auf die Rede zu richten und halt so viel wie notwendig. Gespräche über Dhamma, heilsame Gespräche, die haben ja auch eine positive Wirkung, aber eben nicht halt ja, labern die ganze Zeit. Wir kontrollieren das auch nicht bei unseren Gästen, das liegt eben sie selber überlassen. Es steht im Gästehandbuch drin, dass es empfohlen ist, möglichst wenig zu reden. Und ansonsten ist es ja auch eine Möglichkeit, selber zu schauen, wie geht's mit meiner Meditation, wenn ich viel rede, wie geht's in meiner Meditation, wenn ich weniger rede. Und wieder selber ausprobieren. Vitakavichara, das ist ja die Bedingung oder die Ursache oder die Gestaltung von Sprache. Das Hinwenden zu einem Gedanken, dranbleiben und Gedanken formulieren. Bevor wir es sagen, müssen wir das erstmal denken. Und genau das ist zwar eine Eigenschaft, die wir in der Meditation auch brauchen, uns auf ein Objekt ausrichten und dranbleiben können, aber das ist auch etwas, was dann der tieferen Ruhe im Weg steht. Also dies wohl einer der Gründe, warum der Buddha gesagt hat, ihr Mönche, ihr solltet zwei Dinge tun, entweder über Dhamma reden oder die Klappe halten. Edles Schweigen üben. Also da, es gibt die Meinung, dass damit gemeint ist, die zweite Vertiefung zu erreichen, aber ich bin der Meinung, damit ist gemeint, einfach die Klappe zu halten. Entweder vernünftiges Zeug zu reden oder eben nichts zu reden. Und eine weitere Eigenschaft oder ein weiterer Faktor ist, der ein gutes Umfeld für die Meditation schafft, ist Zurückgezogenheit, Abgeschiedenheit, in leeren Hütten wohnen, hieß es da in der Lehrrede. Ist natürlich im Alltag, im Laienleben, das sich zurückziehen auch nur begrenzt möglich. Das sind zwei Funktionen, ne? Einmal das Ich quatsche, also bin ich. Die Identifikation, die unhinterfragte Identifikation mit dem Reden. Oder dann eben jemanden haben, der zuhört oder von dem man vielleicht was hören kann oder diese Ausbreitung in soziale Kontakte, Ausbreitung wirklich im Sinne von breit statt tief, weil der Buddha hat ja auch durchaus empfohlen, sich mit Menschen abzugeben, die weise sind, mit edlen Freunden, mit guten oder Freunde, die man bewundern kann, als Vorbild hernehmen kann. Interessanterweise in einer Lehrrede von einem jungen Mönch, der sich in die Abgeschiedenheit zurückziehen wollte und bei dem ist das gründlich schiefgegangen und der kam zurück und hat gesagt, hier mit Meditation und Geistesruhe lief überhaupt nichts und dann hat der Buddha ihm ein paar Sachen gesagt, die er halt praktizieren soll, um sich vorzubereiten oder die man generell praktizieren soll, um sich vorzubereiten auf Abgeschiedenheit und eins davon war interessanterweise der Umgang mit edlen Freunden. Aber das ist halt eine soziale Beziehung, die in die Tiefe geht, statt in die Breite. Es wird auch die Möglichkeiten, nicht abgeschieden zu leben, das Socializing wird ja auch immer vielfältiger jetzt mit dem Internet, Social Networking.
Also das ist wirklich etwas, was ich mit Bedenken sehe. Einmal so Sachen, die Privatsphäre ist ja auch ein Aspekt von Zurückgezogenheit, die Privatsphäre, sich, also für sich sein zu können. Ich weiß noch, Ende der 70er oder war es Anfang der 80er Jahre, da war ich aktiv in der Bürgerinitiative. Es war eine breite Bewegung, da sind Zehntausende oder Hunderttausende auf die Straße gegangen und haben gegen die Volkszählung protestiert. Damals, das war so eine Maßnahme, wo ja so Datenschutz praktisch umgangen wurde, weil alle, die an der Volkszählung teilgenommen haben, haben so als kleine Nebenwirkung mehr oder weniger zugestimmt. Das war, haben so einen tollen Trick gehabt, über eine Personenkennziffer, dass Datenbanken miteinander verschlüsselt werden konnten. Das war bis dahin nicht legal. Da gab es also die lokalen, regionalen Datenbanken von Einwohnermeldeamt und Polizei und so weiter. Und dann die überregionalen wie Bundesgrenzschutz oder Schufa oder Verkehrssünderdatei in Flensburg. Und die konnte man dann plötzlich alle miteinander verknüpfen. Und da haben sich die Leute dagegen gewehrt. Ja, und heute gibt es in Amiland Leute, die lassen sich einen Chip einpflanzen, damit sie von jedem Satelliten geortet werden können. Oder Facebook hat 500 Millionen Mitglieder. Die Leute haben praktisch mehr oder weniger ihre Privatsphäre aufgegeben. Oder sind die Leute einfach zu blöd, das zu verstehen? Ich weiß es nicht. Diese Firma, die hat mehr oder weniger es voll in der Hand. Gut, es gibt ein paar Länder, glaube ich, Schweden und vielleicht auch Deutschland oder so, wo sie ein bisschen sanfter auftreten müssen, aber die können im Prinzip mit den privaten Daten, die du da ins Internet stellst, machen, was sie wollen. Und das machen sie auch. Und 500 Millionen Leute sagen, ja, bitte. Ja, da ist irgendwie ein Gesinnungswandel oder eine Qualitätswandel oder hat da stattgefunden, was so diese Zurückgezogenheit angeht. Ich habe einen Bekannten, eigentlich schon fast einen Freund, einen Yogalehrer, einen Amerikaner, der hat mich bestürmt, ich soll doch auch Mitglied bei Facebook werden. Ein paar Mal kam es automatisch irgendwie von diesem Facebook-Dings da. Ein paar kamen von ihm persönlich und ich habe mir gedacht, wenn er noch einmal schickt, kommt er auf die Spam-Liste. Bei uns, unser Computer hier im Kloster ist so eingestellt, dass die Kindersicherung das überhaupt nicht zulässt, auf die Seite zu gehen. Und zusammen mit Pornografie und Gewaltverherrlichung. Also es kommt auf eine Ebene. Und diese Blogs, die sind auch geblockt. Nichts hoch. Ne? Neulich hat ein Mönch, der sich offensichtlich in diesen Wegen bewegt, uns also mir einen Link geschickt, hat also einen Link geschickt. Ich normalerweise lösche ich diese Mails immer, aber da dann stand drauf, dass irgendwo auf einem buddhistischen Blog wir auf ganz unfaire Weise, also die Mönche von Mutter Daya angegriffen worden sind und da habe ich mir gedacht, ach naja, dann schaust halt mal, hab dann mit dem Administrator Passwort dann die Kindersicherung ausgeschaltet und also naja, gut, hat halt jemand mit Gülle rumgespritzt. Das ist halt so. Das ist halt so, wenn man sich auf so einen Zirkus da einlässt. Gut, dann habe ich dem gemeldet. Vielen Dank für den Hinweis. Ich kann mich nicht drüber aufregen. Es ist halt Lob und Tadel, ganz normal wie immer. Habe allerdings dann wir hatten auf unserer Website einen Link dorthin. Den hätte man von uns gar nicht anschauen können. Also klickst auf den Link, dann kommt die Kindersicherung hoch. Haben wir halt den Link gelöscht. Ja, das ist eine Art und Weise, sozial miteinander umzugehen, wo aber diese normalen Hemmungsmechanismen, ne, diese Tötungshemmung, ne, wenn der eine Wolf unten liegt und zeigt seine Kehle, dann kann der andere nicht mehr zubeißen. Und genauso ist es, wenn wir miteinander umgehen. Wenn also einer irgendwie, also wir können nicht so brutal miteinander umgehen, wenn wir Angesicht zu Angesicht sind, als wenn wir im Internet übereinander herziehen. Also da sind irgendwelche Hemmungen oder Schutzmechanismen einfach außer Kraft gesetzt. Das ist halt das, was die Sache da noch so brisant macht. Der
Der Typ, der da Facebook erfunden hat, ist der jüngste Milliardär, glaube ich, auf der Welt. Und ich habe über den gelesen, dass er deswegen so erfolgreich ist. Einmal, weil er ein guter Programmierer ist, das ist klar, aber gibt's andere auch. Aber der Hauptgrund ist, weil er die Kilesas, die Begierden der Menschen am besten interpretieren kann. Also der ernährt sich von unseren Verdunkelungen, von unseren Trübungen sozusagen. Ja, deswegen habe ich da halt jetzt so harte Worte dazu gesagt. Also diese Vernetzung, das ist ja dasselbe Wort wie Papancha, diese Weltausbreitung, diese geistige Proliferation, diese Ausuferung und Wucherung. Und Vernetzung, das ist ein Wort, das hat bei uns einen guten Klang. Ja, wir müssen uns vernetzen. Das hinterfragt keiner, ob wir das wirklich müssen. Als ob da irgendwie ein Wert schon darin liegt, in diesem Vernetzen. Das ist irgendwie, hat so einen positiven Beigeschmack. Es wird überhaupt nicht hinterfragt, ja, für was ist es denn gut? Dass man sich mit anderen trifft, die das Gleiche wollen, mit Gleichgesinnten austauscht, habe ich ja gesagt, Kalayanamitas, edle Freunde, das ist etwas, was in die Tiefe geht. Aber dieses Verletzen, gibt ja auch im Theravada, gibt es ja auch Netzwerke und Arbeitsgruppen und sonstiges, und da sind wir auch eingeladen worden, schon öfters, und wir lehnen jedes Mal ab. Was soll ich mich denn mit Leuten vernetzen, mit denen ich auf der, also jetzt sagen wir mal Ordinierte, ne? Mit denen ich auf der monastischen Praxis nichts gemein habe, wo ich von der Meditationspraxis her nichts gemein habe, wo ich von der richtigen Anschauung vielleicht nichts gemein habe. Was soll ich denn mich vernetzen, nur um das Vernetzen zu willen? Okay, das ist jetzt also zum Thema vorbereitende Übung für die Meditation, ein Umfeld schaffen. Jetzt nächste Abschnitt. Ja, wie funktioniert denn überhaupt Meditation? Wie lehrt der Buddha Meditation? Wie ist es mit, und das ist jetzt die erste Frage gestern, oder nein, die zweite Frage von der Doris war, nachdem wir da eine geführte Meditation gemacht haben, und ich habe dann so eine Strategie vorgestellt, wie man, wenn man Probleme hat, Metta, Liebe für jemanden zu entwickeln, der einem Schwierigkeiten bereitet, wie man dieses Metta stärken kann und auch breiter machen kann, universaler machen kann, indem man das Leiden von dieser Person kontempliert und Mitgefühl sozusagen als Stütze oder als Plug-in für unser Metta verwenden. Und da hat die Doris gefragt, ob das irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist. Und ja, ich habe da jetzt also gründlich drüber nachgedacht nochmal. Ich habe zwar eine Antwort so aus dem Ärmel geschüttelt, aber letztendlich gibt es nur einen Lehrer. Und der ist repräsentiert durch diese Statue. Der Buddha ist der Lehrer. Alle anderen sind halt irgendwie Vermittler, die halt ja dann das auch individuell anwenden. Es gibt ja sehr unterschiedliche Charaktere. Der Buddha hat halt Rahmenrichtlinien für die Meditation gesetzt. Und der jeweilige Lehrer, die es auch zu Zeiten des Buddha schon gegeben hat, ich habe jetzt den dritten Band nicht dabei, Anapanasati Sutta, da ist das Intro, die Einleitung zu der Lehre, die geht darum, ja, der Buddha war zwar da, aber seine Schüler haben wiederum andere angeleitet. 10, 20, 30 neue Bhikkhus in der Meditation angeleitet. Also es gab es damals schon, dass es eben individuelle Betreuung gab und der Buddha aber halt auf eine Weise gelehrt hat, die ja für alle passt irgendwie. Der hat auch nicht gesagt, weil über die Meditationshaltung zum Beispiel, dass der rechte Fuß auf dem linken Bein sein muss und die rechte Hand auf der linken Hand oder solche Sachen hat er überhaupt nicht gesagt. Er hat gesagt, wir sitzen mit verschränkten Beinen und versuchen den Körper gerade zu halten. Das ist eigentlich alles, was er über die Meditationshaltung gesagt hat. Und genau dasselbe gilt auch dann für die jeweiligen Herangehensweisen an die Meditation. Er hat nicht gesagt, den Atem müssen wir hier oder da oder wo auch immer beobachten, sondern er hat gesagt, den Atem beobachten, achtsam ein- und ausatmen. Und dann lässt das natürlich viel Raum, das zu verpacken,
Aber jedes Mal, wenn wir irgendeine Meditationsanweisung hören und machen das Päckchen auf, muss dasselbe drin sein. Also muss irgendwie die Buddha-Lehre drin sein. Ansonsten ist es halt nicht die Buddha-Lehre. Aber wie das verpackt ist, da gibt es dann schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und es ist ja auch richtig und gut so. Weil auch wenn der menschliche Geist gewisse Grundeigenschaften hat, also sagen wir mal die Grundeigenschaft des Weltlings und die Grundeigenschaft des Arahants und dann die Sekas dazwischen, die in der Schulung sind, aber trotzdem gibt es sehr viele individuelle Unterschiede. Je nachdem, was unser Karma, unsere Konditionierungen und dementsprechend auch kann das die eine Lehranweisung oder Praxisanweisung für den einen passen, aber für den anderen nicht. Und ich bin ja jetzt seit kurzem auch Meditationslehrer. Bin ich halt irgendwie so dazugekommen. Und also bei dem Retreat da war meine Grundanweisung, ihr müsst selber ausprobieren. Ich weiß ja nicht, was für euch gut ist. Hab dann halt versucht darzustellen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und das war jetzt die andere Frage von der Doris. Wie viel sollte man experimentieren? Wie viel sollte man ausprobieren? Und wie viel sollte man sich auf eine Methode konzentrieren und dann halt da eine gewisse Übung und Geläufigkeit drin erlangen? Und die Antwort darauf kann auch nur sein, ja, das musst du auch ausprobieren. Was da das richtige Maß, die richtige Balance ist. Das ist wahrscheinlich am Anfang natürlich mehr. Und je mehr Übung man bekommt, desto mehr wird die Praxis vereinfacht. Also passt dann vielleicht in ein Fach hinein. Und am Anfang gibt es halt verschiedene und die müssen wir dann miteinander vergleichen und halt ausprobieren. Aber es stimmt natürlich im Prinzip schon, wenn man zu viel verschiedenes Zeug macht, dann verzettelt man sich wieder und dann ist halt die Tendenz zur Mitte hin. Das ist ja dem Samadhi auch eigentlich die andere Richtung entgegengesetzt. Aber am Anfang müssen wir halt mal gucken, wo wir überhaupt stehen und dann den richtigen Hebel finden. Die thailändische Waldtradition, die waren ja von der Situation gestanden, dass es keine Lehrertradition gab, also ganz am Anfang. Und die waren wirklich genial darin, das, was ihnen dann zur Verfügung gestellt wurde an Suttas, die waren ja auch historisch gesehen zu der Zeit gerade wieder so im Kommen, dass Leute Suttas gelesen haben und gelehrt haben und aus intellektuellen Zirkeln. Und die kamen dann eben mit diesen harten Burschen aus dem Isan zusammen, die so das Zeug hatten, mal richtig Gas zu geben in der Praxis, wie Ajahn Chattopadhyay immer sagt. Und die hatten wirklich eine Begabung dafür zu experimentieren und auch ungewöhnliche Dinge zu tun, die halt funktioniert haben bei ihnen. Ich glaube, Lumpu Fan war es, der hat sich einen Knochen um den Hals gehängt. Einen blutigen Knochen. Ich glaube, einen Elefantenknochen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, als Kontemplationsobjekt. Die Natur des eigenen Körpers konnte er an diesem Knochen ablesen, der ständig vor seiner Nase baumelte. Die Leute haben natürlich gedacht, der ist ein bisschen durch. Ja, das Blut war aber nur Betelnusssaft, den er darauf gespuckt hat. Ach so, okay. Die Leute haben natürlich gedacht, der ist ein bisschen durchgedreht irgendwie, ne? Oder irgendwo Kao, der für jede Tageszeit einen anderen Gehpfad verwendet hat und auch einen unterschiedlichen Platz, wo er gesessen hat. Oder Lumpu Chop, der im Liegen meditiert hat, oder Thampo Li, der ganz ungewöhnliche Methoden der Atembetrachtung entwickelt hat. Oder dann gibt's einen, der hat gesagt, ja, bei mir funktioniert's besser in Bewegung, also wie Gehmeditation. Aber ich kann ja nicht den ganzen Tag gehen. Also hat er dann eine Gehmeditation im Sitzen erfunden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es geht, Lumpu Tieren. Und wieso? So, 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 so. Und dann wieder von vorne, also die ganze Zeit. Da war ich mal in Wat Banana Chat, da kam ein Mönch, der da irgendwie das dann propagiert hat und die jungen westlichen Mönche natürlich alle drauf angesprungen und das, also sie alle auf der Asana haben da so rumgefruchtelt, bis dann der
Silvia manchmal gesagt hat, also das könnt ihr in eurer Hütte machen, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Das sieht einfach zu seltsam aus. Tja. Aber was wir alle gemeinsam hatten, war diese eine Eigenschaft Appamada, diese Umsicht, die zu schauen, was funktioniert. Wie geht's vorwärts? Was ist überhaupt Fortschritt? Diese Fragen, sich ständig diese Fragen zu stellen und dann wirklich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sie versuchen, sie zu beantworten und sich zugleich bewusst zu sein, dass die Antwort immer nur eine provisorische sein kann. Dass sich die Frage weiterentwickeln muss, dass sich die Antworten weiterentwickeln müssen. Das ist Umsicht. Das ist was anderes als Achtsamkeit. Manchmal, also dieser Begriff Achtsamkeit wird oft etwas überstrapaziert und wird zu bunt angewendet. Aber denke ich, das ist mal Thema für einen eigenen Abendvortrag über Achtsamkeit, mal ein bisschen ins Detail zu gehen. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur für die Waldmeister, sondern auch heutige Lehrer. Also alle authentischen Lehrer erzählen das, was bei ihnen funktioniert hat. Also was für sie stimmig war. Und es liegt an uns zu schauen, ob das der richtige Lehrer für uns ist. Das bei uns auch funktioniert. Es gibt leider halt auch nicht authentische Lehrer, die halt irgendwas in Büchern lesen und das dann verkaufen. Da gibt es halt so bestimmte Systeme, die recht eindrucksvoll sind, so mit verschiedenen Stufen, die man so nacheinander abhaken kann und dann bestimmte Beschreibungen dazu. Und das kann man alles auswendig lernen. Also da gibt es Leute, die sind 2 Jahre Mönch und die leiten dann ein Meditationszentrum und geben Hunderten von Menschen Anleitung, wie das mit der Meditation funktioniert, bis hin in die höchsten Stufen, wissen voll Bescheid. Also solche meine ich nicht, sondern ich meine authentische Lehrer. Also Leute, die wirklich die Praxis machen und das erzählen, wie es bei ihnen funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und die auch mal sagen, ja, diese Frage kann ich nur beantworten, indem ich sage, was der Buddha gesagt hat oder was in den Suttas steht oder ich weiß es nicht oder frage jemand anders oder irgendwie sowas. Ne? Das gehört auch dazu. Meditation ist wie ein Labor. Wenn wir das, was wir in der Meditation lernen, nicht draußen im Leben anwenden können und wobei draußen im Leben nicht nur das Laienleben betrifft, also auch als Mönch hat man ein richtiges Leben. Also wir haben zwar hier andere Bedingungen, wir schaffen es mehr Stunden im Labor oder im Übungsraum, wenn man mal das Beispiel eines Musikers hernehmen will, zu verbringen, aber die Kilesas haben genauso ein Spielfeld wie in der Welt draußen. Der Unterschied ist, dass wir ein bisschen mehr Luft haben, diese Dinge zu beobachten und hoffentlich auch mal beim Schopf zu packen. Laborbedingungen, das heißt, wir ziehen uns zurück, wir schalten bestimmte Störfaktoren aus und können dann an bestimmten Aspekten unseres Geistes gezielt arbeiten. Und wenn wir da ein bisschen Übung drin haben, dann können wir diese Fertigkeiten, diese Fähigkeiten, diese Kräfte hinaustragen und in einem Umfeld anwenden, was eben nicht so förderlich, nicht so übungsraummäßig ist. Ich war eine Zeit lang sehr beeindruckt von Meditationsanleitungen, die authentisch sind und sehr detailliert sind. Also diese Kochrezept-Samadhi habe ich das damals genannt. Das war auch ein Ausdruck, den andere verwendet haben. Also wo wirklich genau gesagt wird, du machst dies und dann passiert das und so weiter. Aber inzwischen habe ich aus genau diesen genannten Gründen ein bisschen Zweifel oder ein bisschen Skepsis gegenüber diesen genauen, detaillierten Kochrezepten aufgebracht, weil eben die Menschen sehr unterschiedlich sind. Und viele dieser Dinge,
die da genannt werden, beruhen eben auf Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist etwas, was total konditioniert ist. Wahrnehmung ist das, was wir für uns wahrnehmen, womit wir unsere Welt selber schaffen. Und das, was bei zunehmender Geistesruhe stattfindet, ist ja ein Zurückziehen von den Sinnen. Und diese Sinne sind ja das, was die Daten für die Wahrnehmung liefert. Das heißt, wenn wir Meditation praktizieren und nicht nur jetzt Samadhi, sondern auch Sachen, die so an diese Einsichtsebene hingehen, dann kommen wir automatisch unweigerlich in Bereiche, wo es sehr schwierig ist, überhaupt was drüber zu sagen, es zu beschreiben. Und je mehr wir in Richtung Wahrnehmung tendieren, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass das für andere nicht stimmt, dass das für andere anders ist. Ajahn Dhan, der hat immer gesagt, also da war ich selber anwesend, vielleicht sagt er das auch öfter, der hat gesagt, Samadhi, mai mi pai. Samadhi hat keine Schilder. Und wenn der Geist zur Ruhe kommt, dann passiert was, da verändert sich was. Da verändert sich die Erlebensstruktur. Aber es sind keine Schilder dran. Ja, du kannst nicht ablesen, aha, erste Vertiefung oder Nachbarschaftskonzentration oder jetzt müsste langsam der Körper mal verschwinden oder wo bleibt man im Mitte, wo bleibt man im Mitte? Warum ist mein Atem noch nicht schön? Würde ich sagen. Das sind alles Wahrnehmungen. Und dann gibt es einige aktuelle Streitpunkte oder was heißt Streitpunkte, wo unterschiedliche Auffassungen bestehen, wie Meditation praktiziert werden sollte. Zum Beispiel, ob ich für die Achtsamkeit einen bestimmten Ankerpunkt suchen sollte oder ob ich eben keinen Ankerpunkt suchen sollte. Es gibt Lehrer, die sagen, man soll den Atem an einer bestimmten Stelle beobachten. Es gibt Lehrer, die sagen, man soll den Atem nicht an einer bestimmten Stelle beobachten. Ich habe einmal in einem Buch gelesen, wenn ich den Atem an der Nase beobachte, dann habe ich Nasenachtsamkeit und keine Atemachtsamkeit. Also das halte ich doch für eine etwas fragwürdige Aussage, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Denn was ist denn Nase? Nase ist ein Körperteil, Nase ist ein Konzept im Grunde. Das ist ein Konzept, was wir über eine bestimmte Gruppe von Wahrnehmungen, von Empfindungen drüber stülpen. Weil was wissen wir von unserem Körper? Der Körper heißt auf Pali Kaya, das bedeutet ein Mischmasch, eine Zusammenhäufung, ein Haufen, eine Gruppe von Sinnesdaten. Ja, wir spüren den Körper. Das heißt, Körper ist alles, was wir hier spüren, unserem Körpersinn. Wir haben ein Bild von unserem Körper. Jeder macht die Augen zu, so schaue ich aus und dann schauen wir in den Spiegel und denken, um Gottes Willen, ich habe ein ganz anderes Bild von mir. Wir hören den Körper, Atemgeräusche, Darmgeräusche. Wir riechen den Körper, je nachdem, auch unterschiedlich. Und all diese Dinge zusammen sind unser Erleben von Körper. Und wir haben Bewegung, Windelement im Körper. Den Atem kann ich im ganzen Körper spüren, überall, nicht nur da, wo die Pumpe läuft. Aber das ist ein anderes Thema. Kommt ein andermal. Hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber all diese Dinge sind Körper. Und ich kann die Nase betrachten als Atem, ich kann sie betrachten als Fleischklumpen, das was schon wieder ein Konzept ist, weil ich empfinde ja nicht Nase als abgetrenntes Teil, sondern es ist halt eine bestimmte Region, wo ich den Atem beobachten kann. Und ich persönlich habe sehr gute Ergebnisse damit erzielt, ein Beobachtungsfeld zu nehmen, wo dieses Windelement sehr deutlich spürbar ist und es immer kleiner zu machen, immer kleiner zu machen. Normalerweise in den Sutras steht auch, den ganzen Atemkörper zu beobachten oder den ganzen Körper zu beobachten oder zu empfinden, atme ich ein und aus. Das scheint auch ein Widerspruch zu sein, aber es gibt halt zwei prinzipielle Herangehensweisen an die Meditation. Zumindest ist das meine Interpretation von einer Lehrrede, die der ehrwürdige Anuruddha mal gegeben hat. Ich glaube, das war sogar an den berühmten Zimmermann Panchakanga, wenn ich mich jetzt nicht irre, der gefragt hat, ob die groß gewordene
Herzensbefreiung und die unermessliche Herzensbefreiung dasselbe ist oder verschiedene Dinge. Und dann sagt der Anuruddha, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist erst weit und dann tief und das andere ist erst tief und dann weit, um es jetzt mal etwas salopp auszudrücken. Also ich kann, wenn ich mein Samadhi ganz scharf auf einen kleinen Punkt richte und den dann meinen ganzen Erlebnishorizont ausfüllen lasse, komme ich in etwa, ich sage jetzt in etwa, weil Anuruddha sagt ja, da ist ein Unterschied, zum gleichen Ergebnis, als wenn ich erst weit den ganzen Körper empfinde und dann eben dieses Vereinfache, also praktisch wie ein Fluss aus großer Höhe den gesamten Körper betrachte, es wird dann auch zu einem Punkt, wo ich darauf einspitzig werden kann. Also es ist beides möglich und es liegt dann an uns, mit Umsicht zu probieren, was für mich besser funktioniert. Ajahn Tongden, mein Lehrer, der hat auch gesagt, ist auf jeden Fall günstig oder besser, die Achtsamkeit irgendwo zu zentrieren, wobei er meinte, Atem wäre am besten hier zu beobachten. Jetzt nicht die Bauchdecke, die sich bewegt, sondern tatsächlich das subtile Windelement in der Herzgegend. Dann die Frage, wie muss ich meine Balance einstellen zwischen Kontemplation und Geistesruhe? Das ist auch eine Sache, die sogar von Person zu Person unterschiedlich sein kann, je nach Situation, in der wir uns befinden. Wie viel Kontemplation kann ich vertragen? Wie viel Samadhi brauche ich? Lhunpa Thun, bei dem ich früher ein paar Mal war, der hatte immer das Problem, dass er zu viel Samadhi automatisch hatte. Sein Geist fühlte sich da so hingezogen. Da hatte dann in seinem Kloster einen Gehpfad, der war 500 Meter lang. Und der ist dann am Schluss richtig auf und ab gerannt, um nicht zu sehr in die Ruhe hereinzukommen. Weil er wollte ja kontemplieren, er wollte ja die Daseinsmerkmale betrachten. Nur sein Geist war so zur Ruhe geneigt, dass er, wenn er so langsam auf einem kleinen Gehpfad gelaufen ist, dass er dann immer schon zu weit weg war, um zu wenig Bewegung stattgefunden hat, um kontemplieren zu können. Also auch das ist eine Gebiet, wo unsere Umsicht, unsere eigene Erkenntnisfähigkeit, Beurteilungsvermögen, unser eigenes Beurteilungsvermögen gefragt ist. Ja, die schönen Seiten der Meditation. Da in Malaysia habe ich auch über Meditation gesprochen. Damals habe ich gesagt, also in allgemeiner Weise habe ich gesagt, seid nicht, habt keine Angst vor dem Glück des Samadhi. Weil die halt hin und wieder auch so Meditationslehrer haben, die davor warnen. Ja, die sagen, also man könnte im Samadhi verhungern oder als nicht wahrnehmendes Wesen wiedergeboren werden oder halt voller Anhaftung da hängen bleiben oder lauter solche Sachen. Ich glaube, die Gefahr ist hier in diesem Kreis weniger gegeben, nachdem das bei uns immer so gelobt wird. Aber selbst Leute, die gerne Samadhi genießen möchten, und das trifft jetzt für die TP vielleicht nicht so zu, aber Leute, die so einen christlichen Hintergrund haben, ich habe schon Leute sagen hören, ja, habe ich das überhaupt verdient? Ja, also ich bin doch ein Sünder. Das haben wir so eingeimpft gekriegt. Also manche mehr, manche weniger. Also ich denke, bei mir ist es jetzt nicht so krass, aber es gibt Leute, die haben das so eingeimpft gekriegt, die haben tatsächlich ein Problem, sich auf das Wohlgefühl eines stillen Geistes einzulassen. Da sträubt sich was vorher da dagegen. Also auch das ist ein Aspekt des von Umsicht, solche Tendenzen zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch keine Patentlösung, was man dagegen dann unternehmen könnte, falls sowas besteht. Es gibt natürlich auch den anderen Fall, dass wir sagen, ja, jetzt aber her damit. Und dass genau diese Erwartungshaltung im Weg steht.
Ich habe mal auch in einem Buch gelesen, sowas, was ich so Zahltag-Mentalität nenne. Von Montag bis Donnerstag oder bis Freitagmittag schinden wir uns und haben keinerlei, was weiß ich, tolle Meditation. Und dann, das ist aber die Vorbereitung dafür, dass es dann irgendwann mal schön wird. Also Paycheck-Mentalität halte ich für ein ganz großes Hindernis auf der Praxis. Denn jede Meditation, die Richtung Samadhi gehen soll, die muss mit einem Faktor anfangen, der heißt Pramoda, Freude. Wenn ich sage, naja gut, heute ist erst Mittwoch, keine Freude, am Freitag kommt sie bestimmt, kannst du vergessen. Wir müssen diese Vorstellung fallen lassen, dass es sowas wie eine schlechte Meditation gibt. That's it, gibt's nicht. Es gibt Meditationen, wo der Geist ruhiger wird, und es gibt Meditationen, wo er nicht so ruhig wird. Aber in dem Moment, wo ich irgend die Bewertung einbringe, diese Meditation taugt nichts, und aber ich beiß mich da jetzt durch, ich geißel mich jetzt damit, ja, wie früher die Flagge landen. Und dann irgendwann habe ich das höhere Wohl vom Freitagnachmittag, wo ich dann meinen Scheck kriege. Haut nicht hin, funktioniert nicht. Wenn ich mich zur Meditation, also das ist jetzt meine persönliche Praxis, wenn ich mich zur Meditation hinsetze und habe keine Freude daran, dann mache ich was, dass ich eine Freude kriege. Bestimmte Kontemplationen mir vor Augen führen, dass eigentlich tatsächlich ein Anlass besteht zur Freude, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, mich zur Meditation hinsetzen zu können. Wie viele Leute haben denn die Möglichkeit? Und dann auch in meinem Samadhi-Bunker da im Wald draußen, besser geht's ja nicht mehr. Ja, aber ich habe auch Freude, wenn ich hier in der Sala sitze und meditiere. Ja. Also da auch geschickte Mittel zu entwickeln, sein eigenes Vermögen, die Praxis zu würzen, einsetzen. Lumpur Tun, den ich jetzt schon zweimal zitiert habe, der hat auch noch einen anderen schönen Begriff. Also es gibt das Wort Plungdang im Thailändischen. Das bedeutet zusammenmischen, zusammenbrauen. Wird beim Kochen ist es ein Wort, was man verwendet, um zu beschreiben, dass man jetzt verschiedene Gewürze zusammentut in das Curry, damit es lecker wird. Und normalerweise wird das Wort so verwendet, Plungdang ist also die Eigenschaft des Geistes, ständig irgendwie Gedanken hochzubringen, die also irgendwie störend sind. So wird es meistens verwendet. Aber Lumpur Tun hat es anders verwendet. Er hat gesagt, Plungdang musst du in deiner Praxis so einsetzen, dass sie interessant wird, dass du, also ich sehe schon fast wieder Spaß, dass sie Spaß macht. Das ist natürlich politisch nicht korrekt, ne? Also sie muss Freude und Erbauung bringen. Nee, soll ruhig Spaß machen in Meditation. Ja, also es muss interessant sein. Wenn es interessant ist, dann kommt allein dadurch Freude und Energie auf. Und es gibt sogar Leute, die das Wort Piti mit Interesse übersetzen, was nicht, durchaus nicht falsch ist. Ein hingerissen sein, ein angenehmes Gefühl, sich damit jetzt beschäftigen zu können. Das ist wirklich etwas, was die Meditation in Schwung bringt. Ja, also da dieser Freude, dieser Vorbereitung, freudig in der Meditation anzufangen, ist natürlich die Vorstellung, dass ich mich jetzt durchquälen muss, um dann irgendwann die Belohnung zu kriegen, ist halt, ist auch irgendwie typisch westlich schon wieder, ne? Ja, jetzt muss ich irgendwas Unangenehmes machen und dann irgendwann habe ich Urlaub. Jetzt muss ich mich durch meinen Alltag quälen, irgendwann habe ich dann frei. Diese Trennung. Dadurch sind wir natürlich schon konditioniert, in dieser Art zu denken. Aber in der Meditation hat es eigentlich nichts verloren, weil Meditation ist nicht irgendwie was bekommen, irgendwie sich was verdienen, sondern hat was mit Loslassen zu tun. Der Buddha hat zum Beispiel über Nimittas, was ja auch so eine Karotte vor der Nase des Meditierenden ist, ne? Jetzt sitze ich und dann irgendwann kommt dann ein tolles Nimitta. Ja, gibt Leute, die
haben andere Erscheinungen, wenn der Geist zur Ruhe kommt und auf sich selber gelenkt wird. Denn manifestiert sich das anders, nicht als irgendein Leuchtpunkt oder sowas. Von den Nimittas, die irgendwelche, ja, wo irgendwelche Filme ablaufen, will ich sowieso nicht reden. Weil das sind Dinge, wo unsere Kilesas unheimlich reinhauen können. Der Geist, der zur Ruhe kommt, kann gute Projektionen erstellen. Das ist auch etwas, was ich bedenklich finde an so Meditationssystemen, die so mit inneren Visionen sehr viel arbeiten. Also einmal gibt es so die, hier in der Nähe, in einer mittelfränkischen Großstadt, gibt es ein Thai-Tempel, wo die also so diese Fantasiereisen machen, ne? Durch Himmelswelten und durch die verschiedenen Dinge, was die Leute dann sehen müssen. Und das führt also so weit, dass Leute lebensmüde werden. Also ich kenne jetzt halt hier konkret einen Fall, wo Menschen sagen, ja, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich da hinkommen, was ich mir in meiner Meditation gesehen habe. Also es ist kein Spaß, es ist ernst. Der Schwammel war hier, der hat wirklich harte Worte gefunden dafür. Hört man selten bei ihm. Also der hat wirklich derjenigen Person, die davon berichtet hat und halt Rat gesucht hat, richtig den Kopf gewaschen. Die andere Form von Nimittas, die man haben kann, ist, wenn einem gesagt wird, ja, du musst jetzt in deiner Meditation dies und jenes sehen und das ist dann ein Zeichen dafür, dass du diese und jene Stufe erreicht hast. Und dann vielleicht noch mit Gruppeninterviews, wo alle zusammenhocken und der eine sagt, ja, habe ich schon gesehen und die andere, ach, du hast schon gesehen und ich möchte das auch gerne sehen. Ja, ist auch so ein Ding, wo man voll in die Sackgasse rennen kann. Aber selbst die Nimittas, die jetzt Zeichen eines tatsächlichen Fortschritts sind. Also wenn der Geist zur Ruhe kommt, dann ändert sich die innere Landschaft, ändert sich die innere Vision, Wahrnehmung oder wie man es auch immer nennen will. Einfach weil die Sinne sich zurückziehen von dem, was sie selber vorher geschaffen haben, von dieser Welt. Und mir ist immer so die so ein Bild gekommen von die Sinne ziehen sich zurück in einen Punkt. Und ich habe mich das nie so richtig sagen trauen, bis ich dann mal von einem Vortrag von Lumpu Sangwan gehört habe, der genau dasselbe gesagt hat. Beim Samadhi ziehen sich die Sinne zurück in den Geist, in einen Punkt. Und habe dann auch eine Lehrrede, wo etwas drinsteht, was man in diesem Sinne interpretieren könnte. Also da fragt der Mahakotita den Sariputta, die fünf Sinnesfähigkeiten haben jeweils ihr eigenes Feld, ein eigenes Gebiet und sie erfahren nicht das Feld und Gebiet einer anderen. Also die Sehfähigkeit, die Hörfähigkeit, die Geruchsfähigkeit, die Schmeckfähigkeit, die Berührungsfähigkeit. Diese fünf Sinnesfähigkeiten also, die jeweils ein eigenes Feld, ein eigenes Gebiet haben und nicht das Feld und Gebiet einer anderen erfahren, wo finden sie Hilfe? Was erlebt ihre Felder und Gebiete? Und der ehrwürdige Sariputta antwortet dann, also diese fünf Sinnesfähigkeiten finden im Geistsinn Hilfe und der Geistsinn erlebt ihre Felder und Gebiete. Das heißt, der Geistsinn ist sozusagen das Sammelbecken, wo die ganzen fünf materiellen Sinnesdaten zusammenlaufen. Und diese fünf materiellen Sinne ziehen sich jetzt zusammen, ziehen sich jetzt zurück. Und es ist ganz klar, dass dann so die innere Vision nicht mehr viel zu tun hat mit dem, was man so normalerweise erlebt. Aber nachdem unser Geist immer versucht, so sich selbst zu erklären, was jetzt gerade los ist, greift er zurück auf Sinnesdaten, die halt vorher durch die materiellen Sinne gekommen sind. Und nachdem wir Menschen halt visuelle Wesen sind, ist halt oft dieses Nimitta oder diese innere Erscheinung ein Bild, was auf etwas Optischem beruht, auf einem optischen Sinneseindruck beruht. Man kann nicht mal sagen, es ist ein optischer Sinneseindruck, weil es hat wirklich damit nichts mehr zu tun. Aber es könnte auch was anderes sein. Zum Beispiel Lumpa Somedo spricht vom Sound of Silence. Und ich vermute, dass
er damit auch ein etwas beschreibt, was jenseits, also so wie ich ihn halt verstanden habe, was jenseits dieser des normalen Hörens ist. Das könnte auch noch was ganz was anderes sein. Oder wenn sich die Sinne im Geiste zusammenziehen, also mir ist da so der Gedanke gekommen, dass man dann Farben hören und Klänge sehen kann. Klingt natürlich total verrückt, aber ist mir halt so gekommen, diese Wahrnehmung oder diese Art und Weise, es auszudrücken. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon mal irgendwie das bei Aldous Huxley gelesen habe, aber bei dem war das, der hat dann zu viel Peyote-Kaktus gefuttert und das Mescalin hat dann dazu geführt, dass er Farben gehört und Klänge gesehen hat. Vielleicht ist das eine meiner Konditionierungen. Also nicht das Peyote, sondern dass ich das gelesen habe. Ja, in diesem Zusammenhang. Wir hatten vor 2 Jahren Kutan Don hier. Und unser damaliger Anagarika hat dann eine Frage gestellt. Er hat gesagt, ja, also wenn ich den Atem beobachte, dann dies und jenes. Und Ajahn Chattopadhyay hat angefangen, die Frage zu übersetzen. Und es kam gar nicht dazu, weil Ajahn hat ein Wort verwendet, also sich auf ein Meditationsobjekt fokussieren, also Peng heißt es auf Thai. Ne? Und Kutan Don hat sofort unterbrochen. Ja, Peng Lei. Und wir haben uns angeguckt und wussten nicht so recht, wie wir das jetzt übersetzen sollen. Also irgendwie jeder sagt doch das. Also jeder sagt doch, sich darauf konzentrieren, sich darauf fokussieren. Und seit 2 Jahren war das immer so ein bisschen wie so ein Korn bei mir im Hintergrund, mich damit zu beschäftigen, was das nun bedeuten könnte, was da dran nun falsch sein soll. Und wir haben wohl schon so in der richtigen Richtung so eine Ahnung gehabt, aber das ist auch etwas, was so im Laufe der Zeit jetzt erst bei mir ein bisschen klarer geworden ist. Also dieser Prozess, diese Verwirrung zu klären, wie man sich mit seinem Meditationsobjekt verhalten soll. Und neulich haben John Chattopadhyay und ich uns ein bisschen über Praxis unterhalten, was leider viel zu selten vorkommt, von lauter anderen Dingen, die wir tun müssen. Und dann sagt er, ja, Lungpa Somelo, der hat ja auch schon gesagt, dass er die Achtsamkeit selbst zum Objekt nimmt. Also die Achtsamkeit selbst statt irgendeines Objekts eben die Achtsamkeit selbst betrachtet. Philosophisch gesehen ist natürlich Achtsamkeit nicht etwas, was man betrachten kann, weil Achtsamkeit ist ja, hat ja keine Essenz, es muss ja immer Achtsamkeit von etwas sein. Aber wir haben schon eine dritte Grundlage der Achtsamkeit, Chittanupassana, also unser Herz, was ja nun ein nicht genau definiertes Konglomerat aus verschiedenen Dingen sein kann oder ist, wo Kriterien gegeben werden und die meisten davon handeln von Achtsamkeit und Samadhi. Also wir betrachten unser Herz, das zusammengezogen ist oder ausgedehnt ist, eins, das gesammelt ist oder eins, das nicht gesammelt ist und dann natürlich verschiedene Abstufungen darunter. Das war ein deutscher Mönch, der in Thailand unerkannt und unbekannt in der Inkognito lebt, der meditativ einiges drauf hat, der mir zum ersten Mal gesagt hat, dass man die verschiedenen Stufen der Sammlung, dass das eigentlich selbst ein Meditationsobjekt ist. Chittanupassana eben, die Betrachtung des Herzens. Und so gesehen ist das Meditationsobjekt eigentlich nur das, was diesem Herzen, was wir im Grunde betrachten wollen. Wir wollen nicht den Atem betrachten, wir wollen keine Kasinas betrachten, sondern wir wollen unser Herz betrachten. Und dieses Meditationsobjekt ist eigentlich nur noch so dieser Faden, der in die Tiefe führt. Das ist sozusagen die Essenz, die die Achtsamkeit braucht, damit man es überhaupt sehen kann. Die Achtsamkeit muss irgendein Objekt haben, sonst gibt es keine Achtsamkeit. Also Gegenwart von etwas Erlebten. Da muss irgendwie was Erlebtes da sein. Und das ist die Rolle, die das Meditationsobjekt einnimmt. Und Peng, so wie es Kutan Don verstanden hat, es bedeutet starren, hinstarren. Und was ist starren? Starren ist ein Ich hier, da drüben das Objekt. Das ist ein Hinübergreifen, das ist ein schon wieder dieser Dualismus,
Und Dualismus ist ja eigentlich der Feind von Samadhi. Samadhi ist die Einswerdung, die Vereinfachung. Und wenn ich irgendwo hinstarre, dann bin ich hier und das Angestarrte ist da drüben. Und so soll man eben nicht mit seinem Meditationsobjekt umgehen. Also die Richtung ist nicht so, sondern die soll nach innen gehen. Ein Zurückziehen von der Außenwelt und das Meditationsobjekt, was er selber ein Sinnesobjekt ist, dient da als Richtschnur. Und von daher ist es natürlich auch ganz klar, dass sich das verändert, je tiefer wir in die Sammlung hineinkommen. Wenn ich das vom Objekt her sagen würde, dann ist, also das Starren ist ein, wo das Objekt mir dient als Abgrenzung. Und das war auch das, was Kuchantan gesagt hat. Peng, dieses Starren bedeutet, ich starre auf mein Meditationsobjekt und nehme nichts anderes mehr wahr. Alles andere schiebe ich weg. Von daher sehe ich auch solche Meditationsanweisungen ein bisschen kritisch wie Achtsamkeit ist der Torwächter, der nur bestimmte Sachen reinlässt und andere nicht reinlässt. Also nach der zu sagen, nicht starren, sondern sich ins Objekt hinein absorbieren, dann ist Achtsamkeit der Torwächter, der alle reinlässt, aber weiß, wer drin ist. Das ist ein Unterschied. Da ist kein Abgrenzen da, da ist nicht mehr dieses Auswählen da. Natürlich, Achtsamkeit ist nicht bloß blöde dasitzen und gucken ohne irgendwelche Reaktion. Achtsamkeit muss die Funktion haben zu wissen, was ist heilsam, was ist unheilsam, muss wissen, wie stärke ich das Heilsame, wie schwäche ich das Unheilsame, wie schaue ich, dass das Unheilsame künftig nicht mehr hochkommt. Das ist alles, gehört alles dazu. Aber dieses Abgrenzen ist ja in gewisser Weise eine Form von Abneigung. Und das versuchen wir so weit wie möglich wegzulassen bei der Meditation. Eine Auswahl treffen. Wir wollen keine Auswahl treffen, sondern wir wollen dieses Auswahltreffen loslassen. Das ist das, was in die Sammlung führt. Ja, also die Beschäftigung mit diesem, was ich jetzt gerade so vorgetragen habe, hat irgendwie schon meiner Meditation gut getan, muss ich sagen, bisher. Und bin auch optimistisch, dass es sich lohnt, da in dieser Richtung weiterzumachen. Also ich war immer viel zu sehr fixiert auf das Objekt. Das Objekt ist ein beliebiges. Klar, der Atem ist super geeignet für die meisten Leute, aber es geht gar nicht um den Atem. Es geht darum, das eigene Herz anzuschauen. Und dann geht sowieso nicht darum, was wir anschauen, sondern es geht darum, wie wir etwas anschauen. Es geht nicht darum, dass wir in der Meditation irgendwelche grauen Flecken mit einem schwarzen Punkt drin sehen, sondern es geht darum, dass egal, was wir sehen, und wenn es die Mutter Maria ist, wie ich immer sage, zu sehen, nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst, das ist die Übung. Da soll die Meditation hingehen. Naja, erst anderthalb Stunden kann man noch ein bisschen. Ich habe nämlich noch was. Den letzten kleinen Punkt, nachdem das in den letzten Vorträgen, die ich jetzt die MP3s gehört habe, immer wieder aufgetaucht ist oder überhaupt öfter auftaucht ist, welche Rolle spielt denn die Intuition in der Meditation? Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, wir sind aufgerufen, unser Beurteilungsvermögen zu stärken. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten heranzugehen, einmal intuitiv mit dem Bauch oder diskursiv mit dem Verstand. Und das, was das Wort Intuition so bedeutet, das ist ja nun auch ein bisschen ein schwammiger Begriff, darum habe ich dabei im Internet nachgeschaut. Bei Wikipedia, das ist übrigens nicht geblockt von unserem Sittenwächterprogramm. Und da steht drin, die Intuition bedeutet betrachten, erwägen, eigentlich angeschaut werden, weil das nämlich ein passives Wort ist. Daher auch passiver Sinn von Eingebung, ahnendes Erfassen. Die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste Schlussfolgerung, zu erlangen.
Die Begabung, auf Anhieb und eine gute Entscheidung treffen zu können, ohne die zugrunde liegenden Zusammenhänge explizit zu verstehen. Das sind also jetzt allgemeine Aspekte. Aus dem Bauch. Spontan, oft auch, wenn bestimmte Gründe vorliegen, die eine andere Entscheidung naheliegen. Die schnelle, eingebungsmäßige Einsicht in Zusammenhänge, sowie auch das Entstehen neuer Erfindungen und Ideen. Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist, sagte Louis Pasteur. Also hier haben wir schon ein paar Hinweise, was Intuition ist. Also im Grunde, wir wissen nicht genau, warum wir etwas wissen oder glauben zu wissen. Aber wie Louis Pasteur sagt, der Zufall trifft nur auf einen vorbereiteten Geist. Es müssen irgendwelche Ursachen schon da sein. Es muss irgendwas da sein, was uns zu dieser Intuition verhilft. Gut, jetzt stehe ich dann natürlich schon ein bisschen ratlos da, weil wenn ich jetzt überlege, Entscheidungen treffen zu müssen, das kommt oft vor auf Tudong. Wo gehe ich jetzt lang? Welches ist der richtige Weg? Und sich verlaufen gehört zum täglichen Brot eines Tudong-Mönchs. Und nachdem ich mich jetzt nicht mehr ganz so oft verlaufe wie früher, denke ich, dass da unbewusst irgendwelche Dinge am Gären sind, die mir so helfen, bessere Bauchentscheidungen zu treffen. Aber um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ich war da ganz hoch oben in den Bergen, in einem Waldkloster, ganz alleine, was umgeben war von jeder Menge Wald, und ich bin dann halt mal so einen Höhenrücken hochgelaufen, vom Kloster aus, und nach 20 Minuten verlor sich der Weg so, und dann bin ich wieder umgedreht und wieder runtergelaufen. Und plötzlich merke ich, dass ich nicht mehr auf dem gleichen Weg bin, auf dem ich hochgelaufen bin, weil es waren halt so Höhenrücken, die haben sich nach oben hin verjüngt, vereint, und runterwärts haben sie sich verzweigt. Und ich habe das nicht gesehen, es waren halt keine richtigen Wege, sondern nur so Pfade, so im Gebüsch. Ja, aber ich plötzlich merke ich, also ich bin hier völlig verkehrt. Und dann wurde es immer steiler und dann sehe ich da einen Bach. Und dann hat mir meine Intuition gesagt, ah ja, der Bach, der mündet bestimmt in den großen Bach, der unten an dieser Piste ist, und dann komme ich da wieder hoch zum Dorf. Und dann hat aber irgendwie eine andere Stimme gesagt, ja, wenn du jetzt da auf diesen Hang runterläufst, dann kommst du den Hang nicht mehr hoch. Da kannst du nur runter, nicht mehr hoch. Und der Bach, der führt, wer weiß wohin. Ich habe dann auf die zweite Stimme gehört und bin dann wieder hochgelaufen, habe aber deswegen trotzdem noch nicht zurückgefunden. Und dann habe ich gesagt, Devas, helft mir, gebt mir eine Eingebung. Ja, nach anderthalb Stunden habe ich dann zurückgefunden. Also rauf 20 Minuten, runter anderthalb Stunden. Also nicht nur runter, sondern rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Tja, was war nun jetzt die Intuition? War die Intuition, da runterlaufen zu wollen, zu sagen, naja, der Bach, der wird schon irgendwo da hingehen, wo ich hin muss? Oder war die Intuition, die mir gesagt hat, nee, besser nicht da runterlaufen? Ich weiß es nicht. Also ist alles nicht so ganz klar, wie das nun sich verhält mit der Intuition und ob man der nun glauben kann und so weiter. Also, weitere Funktionen der Intuition, der Einfühlungsvermögen in intrapsychische Sachverhalte, Empathie, das ist natürlich schon eine sehr nützliche Sache, einmal seinen eigenen Geist oder auch andere kennenzulernen, zu wissen, was sind jetzt die bunten Punkte, die Knöpfe, wo man besser nicht draufdrückt und solche Sachen. Oder der gesunde Menschenverstand, Zusammenhang mit früheren Erfahrungen. Der Geistesblitz. Religiöse Erklärung, eine Eingebung Gottes. Da haben wir es. Also haben wir einfach die Idee, was die mich dann auf den richtigen Weg zurückgeführt haben. Wenn ich jetzt sage, ist ein gewisses Wissen vorhanden, was mir hilft, die richtige Bauchentscheidung zu treffen, nur es läuft kein diskursiver Prozess ab. Das könnte man auch anders sagen, na gut, ich habe jetzt auf Wissen zugegriffen ohne Wissensklarheit. Also ich weiß was, ohne zu wissen, warum ich das weiß. Das ist ja nun nicht unbedingt etwas besonders Lobenswertes, ne? Wenn ich sage, okay, ich weiß etwas oder ich bilde mir ein, etwas zu wissen, ohne zu wissen, warum ich das weiß. So, jetzt mal als kritische Anmerkung. Intuition, die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung. Ist das überhaupt dran? Genau, Bewusstsein wird eingeschaltet,
wenn das Unterbewusstsein auf eine Lösung stößt. Also im Buddhismus gibt es kein Unterbewusstsein, das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse. Sondern da gibt es halt einfach Wissensklarheit, das heißt, ich weiß, was los ist, oder ich weiß eben nicht, was los ist. Softwareentwickler bedienen sich der Intuition, um die Einarbeitungszeit für moderne Software dramatisch zu verkürzen. Das kennen wir wahrscheinlich alle, die wir mit Computern zu tun haben. Es gibt Programme, die sind intuitiv, das heißt, man kann da sofort mit arbeiten. Und es gibt andere, da musst du erst Handbuch lesen und Bedienungsanweisungen und so weiter. Kannst du nicht sofort bedienen. Aber seltsamerweise gibt es dann zwei verschiedene Intuitionen. Es gibt die Microsoft-Intuition und es gibt die Apple-Intuition, weil ich kann mit einem Apple-Computer zum Beispiel nicht intuitiv arbeiten. Und ein Apple-User, der kommt mit Microsoft-Programmen nicht zurecht. Also da scheint es doch irgendwie zwei verschiedene Arten von Intuition zu geben. Klar, zwei verschiedene Arten von Erfahrung setzen. Ne? Ich habe mit dem einen Programm gearbeitet und das nächste Programm, das ist dann irgendwie so ähnlich. Eine interessante Frage ist, warum glauben wir denn, warum möchte denn jeder gerne an Intuition glauben? Warum wollen wir denn, dass Intuition was Tolles ist? Also natürlich die Unabhängigkeit von diesem diskursiven Prozess, zu sagen, ich kann Entscheidungen treffen, ohne drüber nachdenken zu müssen, ist natürlich ein Stück Freiheit. Ist ein Stück weniger gestaltet sein. Das könnte man vorstellen als eine mögliche Antwort. Diskursive, rationale Charakter von Erkenntnissen ist eine abgeleitete Funktion und die intuitive Erkenntnis hat den Charakter des Gegebenen. Das heißt, das, was unmittelbar da ist, zu erkennen, ist Intuition. Das ist jetzt Philosophie, glaube ich. Und alles andere sind die Gedankenkonstrukte, die ich darum herum mache. Ich kann mich vage erinnern, Sartre hat sogar gesagt, es gibt keine andere Erkenntnis als die intuitive Erkenntnis. Alles, was wir erkennen, ist Intuition. Alles, was drumherum kommt, ist dieser diskursive Apparat des Nachdenkens und Schlussfolgerungen ziehen. Das hat nichts mit Erkenntnis zu tun. Und das ist natürlich jetzt etwas, was uns ein bisschen wieder an die Meditation zurückführt. Wir versuchen ja zu schauen jenseits der diskursiven, jenseits des Denkens, jenseits des Nachdenkens. Unmittelbare Schau. Dann natürlich, so gesehen, Intuition schon wieder was Gutes. Aber dann kommen wir auf die Frage, können wir das denn glauben, was wir in der Meditation sehen? Das habe ich früher gehört, bei einer Meditationslehrerin, wo ich war, da hieß es immer, ich weiß gar nicht, ob das von ihr war oder von ihren Schülerinnen und Schülern, ja, was man sich so ausdenkt, das ist alles Quatsch und nur was man in der Meditation sieht, das ist wahr. Und die Antwort darauf, ob das Meditation wahr ist oder nicht, steht in der allerersten Lehrrede des Pali-Kanons, Diga 1, Brahmajala Sutta. Hängt davon ab, ob wir richtige Anschauungen haben. Und in der Brahmajala Sutta sind Beispiele genannt, wo gerade das, was man intuitiv, nicht diskursiv, unmittelbar, direkt in der Meditation sieht, einen völlig auf Abwege führen kann. Auf Abwege, die dann natürlich durch die Power des Samadhis noch so zementiert sind und so, die Leute sind dann so von sich überzeugt, dass da eine Korrektur schon fast nicht mehr möglich ist. Ja, das führt uns dann zu der Situation, zu sagen, ohne richtige Anschauung ist Samadhi eine heikle Angelegenheit. Und dann aber zu sagen, ja, aber ohne Samadhi gibt es keine richtige Anschauung. Das war ja einer meiner Ausgangspunkte. Und das ist eine Situation, die heißt auf Englisch Catch 22 und auf Deutsch sagt man Zwickmühle. Ja, was ist der Ausweg aus der Zwickmühle? Gibt natürlich keinen Ausweg aus der Zwickmühle nach den Spielregeln der Zwickmühle. Das heißt, man muss das Spielbrett umwerfen, da nicht mehr mitspielen. Und dazu sind
alle Ressourcen erforderlich, die wir haben. Der komplette achtfache Pfad. Nicht nur irgendwie kontemplatives Nachsinnen über tiefe Lehrinhalte und nicht nur Achtsamkeit und nicht nur Ethik, sondern alle zusammen. Das ist sozusagen wie wenn man versucht, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber zum Glück haben wir den Lehrer und Leute, die seine Botschaft in ansprechende Pakete verpackt haben. Was so die Hand außerhalb des Sumpfes ist. Derjenige, der außerhalb des Sumpfes steht, der uns eine Hilfe sein kann, da rauszukommen. Aber die Quintessenz der Buddha-Lehre ist nicht Achtsamkeit und ist nicht Samadhi, sondern ist dieses Problem, diese Zwickmühle von allen Seiten zu schauen, wo ist jeweils gerade der schwächste Punkt und daran zu arbeiten, daran zu ziehen. Und eben dieses von allen Seiten schauen ist die Umsicht. Das ist meine Lieblingsübersetzung von dem Wort Appamada. Und das ist sozusagen, ja, das wäre ein gutes Schlusswort für die Lehrtätigkeit des Buddha. Und tatsächlich, es war sein letztes Wort, was er gesagt hat. Appamadena Sampadeta. Strebt weiter oder erlangt Vervollkommnung durch mit Umsicht. Das waren die letzten Worte, die der Buddha gesprochen hat. Und ja, jetzt denke ich, ist auch für mich Zeit, aufzuhören zu reden. Immer.